In Graz haben wir einige kleinere Anlagen, aber uns hat ein Zentrum gefehlt und ein größerer Park, den wir dann nach den Wünschen der Skater entwickelt haben, mit der Mithilfe der Skater konzipiert haben. Wir haben Leute am Tisch geholt und haben dann mit denen zusammen die finale Version geplant und haben gesagt, okay, die setzen wir jetzt da um. Also es ist wirklich jeder, der mitreden wollte, hat mitreden können. Ich bin früher fast jedes Wochenende nach Wien fahren können oder nach Klagenfurt, um Halfpipe zu fahren. Und jetzt haben wir halt endlich in Graz eine Halfpipe. Das erspart sehr viel Geld und sehr viel Zeit. Also ich kann mich viel mehr aufs Skaten fokussieren. Ich finde es ehrlich gesagt ziemlich geil da, weil der Boden ist super zum Fahren, die Rails sind gut, passt eigentlich alles soweit. Das ist voll super. Erwartet man gar nicht. Also bis jetzt die anderen Parks gesehen da draußen. Und das hätte ich nicht erwartet, dass das so super ist. Ja, ich denke mir auch, dass die Stimmung da sehr gut ist und dass man das sowohl jetzt von der Stadt als auch von den Umlandgemeinden sieht, dass diese Projekte auch dementsprechend einen Sinn haben, ne? Dass man für die Jugend was macht. Die Kosten für diesen Park, 400.000 Euro, ist nicht wenig und hat uns sehr abgeschreckt. Und da hat uns das EU-Programm Urban Plus sehr geholfen, weil sie einen Betrag von 110.000 Euro beigesteuert hat. Und wir haben natürlich auch aufgrund des Programms alle Umlandgemeinden eingeladen. Und diese EU-Mittel, die dann geflossen sind, waren, glaube ich, auch der Startpunkt für das Projekt, dass es überhaupt zustande kommen ist. Kann auch gerne noch weiter und andere Projekte für die Jugend finanzieren, weil die Jugend ist ja immerhin die Zukunft und ich denke, das ist eine gute Sache. Ich finde, Sport ist jetzt wichtig für die Jugend, dass sie sich aktiv bewegen, weil alle immer dicker werden, beobachte ich jeden Tag.